zusammen, ich heiße Louis, ich bin Fußballer beim FC Basel und freue mich, dass ich das PKZ Cityface bin. Und jetzt bin ich gespannt aufs Umstyling mit der Melanie Cantalupi. Heute aus dem PKZ Basel. Cityface ist angesagt und ich freue mich auf den Louis. Und auch über ihn habe ich natürlich schon wieder ein paar Infos. Und ja, es wird ein bisschen businessmässig heute, weil es ist etwas, was gerade so ein bisschen ein Thema ist in seinem Leben. Und ich freue mich, ihn in einem neuen Look zu sehen. Bin ich gespannt, wie es aussieht. Danke, Rifunga. Wie wünschst du? Also, ich finde, vom Fit her passt es sehr gut, aber ich weiss nicht, die Farbe steht mir glaube ich nicht so. Es ist doch ein bisschen ungut, gell? Das ist jetzt eine Farbe, die man gerade alltäglich hat. Natürlich ja. Sehr schön mit deiner Haut, trotzdem, ich verstehe dich. Und ja, natürlich haben wir auch noch ein bisschen eine ruhigere Variante. Es ist auch ein bisschen sportlicher, weil einfach vom ganzen Look her sehr clean gehalten, cool einfach mit einem Shirt in einer ganz speziellen Farbe, sprich einfach weiß. Und das Beste daran ist, es ist ein Leinenstoff und durch das sehr sommerlich und sehr leicht und absolut perfekt im Moment tragbar. Ich will das mitgeben. Danke. So, Outfit Nummer 2. Sieht ja. Schon mal super aus. Wie findest du dich? Also ich finde, es passt mir sehr gut. Auch farblich jetzt. Bist mehr du? Ja, ich bin mehr ich und ja, ich finde es sicher mal besser als Outfit Nummer 1. Mhm. Aber ich bin trotzdem jetzt mal gespannt, was jetzt Outfit Nummer 3 so bringt. Ich sage noch zwei Punkte dazu, dass du einfach ein bisschen weisst, auch die Optionen, weil es sind ja drei verschiedene. Also was wir jetzt hier gewählt haben, ist ein Anzug, der wirklich aus einem ganz vielen Leinenstoff ist, ganz cool auch, und dass du nur mit einem T-Shirt trägst. Aus dem Grund eben, es ist Sommer, du bist jung, oder? Auch wenn wir businessmäßig unterwegs sind, im Moment ist das wirklich so, dass man da auch locker kann mit einem T-Shirt gehen kann. Es sollte einfach ein hochwertig sein. Ganz ein cooles Detail bei dieser Hose zum Beispiel ist auch, dass sie leicht cropped ist, das heisst, sie ist ein bisschen leicht verkürzt. Das macht das Ganze viel modischer und tut das auch sportlicher und der sportliche Schuhe rundet ab. Also ganz wichtig, wenn du das Business einsetzen willst, dass du schaust, dass der Schuh ja, aus einem Guss ist, sprich nicht zu viele sportliche Details dran hat und dass es ganz leise ist, wäre das jetzt kein Problem. Aber ich würde sagen, ja, lass uns vielleicht sogar noch etwas Sportliches ausprobieren. Ich weiss ja, mein Beruf. Und von dem her gesehen, denke ich, ja, gibt es eine Outfit Nummer 3. Und dann sind wir gespannt, wie du das findest. Danke. Look Nummer 3. Mein Gesicht würde ich beim Sprechen, hätte ich Masken. Perfekt. Also, vor allem auch von der Farbe her ist genau meins. Dann auch vom Schnitt her wirklich top. Ich sage dir schnell zwei, drei Sachen zu diesem Outfit, was so ein speziell ist. Zum einen das Poloshirt, das du hier trägst, das ist bewusst so ein retro gestylt, oder? Das ist etwas, was im Moment ein ganz grosser Trend ist und du trägst es natürlich perfekt. Auch von der Körpermasse her wunderbar. Das ist sehr toll, weil du natürlich auch verschiedene Variationen kannst, tragen und weil es gleich halt einen sportlichen Touch hat, wo auch dir gerecht wird. Auch bei den Hosen, erlauben wir schnell, auch hier haben wir sportliche Details, indem man sie binden können. Es ist eine Buntfalterhose trotzdem, wo es gleich wieder so ein Business-like macht. Und natürlich, wie
vorher auch mit dem Sneaker das Ganze zwar ein sportlich bricht, aber dadurch, dass es ein edler Sneaker ist und die Hosen eigentlich schön abrunden, ja, kannst du das wunderbar auch im Business tragen. Und dann hast du in der Hand ja noch, kannst du es schnell geben, ein sogenanntes Overshirt, um den Look eigentlich so komplettieren. Jetzt ist es gerade ein bisschen warm, gell? Aber das gebe ich dir nachher sonst noch mit. Das ist einfach wirklich perfekt, für, wenn es dann doch einmal noch kühler wird. Und gerade eben, wenn du im Business unterwegs bist, gut zum Abrunden und den Look komplettieren. Ja, ich würde sagen, was meinst du? Haben wir dein Outfit gefunden? Ja, also ich würde auch sagen, dass jedenfalls das dritte Outfit am besten zu mir passt. Und wahrscheinlich also würde ich jetzt auch das Outfit auswählen. Perfekt. Dann sage ich danke vielmals. Das sage ich auch. Und ich würde dir dann nochmal schön. Merci. Dann gebe ich dir noch deine alten Kleider. Danke. Es hat sehr viel Spass gemacht. Du siehst fantastisch aus und ich würde sagen, du bist ready für Basel. Ja, danke. Was mir jetzt auch sehr viel Spass gemacht hat. Und ich bedanke mich noch ganz herzlich bei PKZ fürs Umstyling. Und dann würde ich sagen, tschüss Melanie. Ciao.